Sehr gut. Ja, es ist schon wieder okay. Hallihallo! Herzlich willkommen! Fuck, okay. Fuck it! I lied. It is Drum and Bass. Hallihallo und herzlich willkommen zu Couch Talks. Couch Talks. Couch Talks. Kurz und knackig. Ob dieser Couch Talk genauso kurz und knackig wird, das er wird auf jeden Fall strukturierter, das kann man schon einmal sagen. Wir haben eine nicht tolle, zuletzt, weil eine tolle Liste. zeig die nicht her. Zeig die meine Liste. Zeig die meine Liste. Einen Scheißzettel. Wir haben eine Liste. Hey, mir wurde gesagt, ich soll Listen schreiben. Jetzt habe ich es gemacht und jetzt sind alle immer noch nicht zufrieden. Na, ich bin fuck voll that shit. Ich bin voll zufrieden. Ich habe eine Liste gemacht. I lied, it's not drum and bass. What you gonna do? Perfekt, super, dankeschön. Perfekt, super, perfekt, dankeschön. Super. Und jetzt ist die Sache nämlich folgende. Wir haben tatsächlich halbwegs richtige Themen parat sogar. Man möchte es kaum glauben. Ja. Als allererstes werden wir vielleicht mal kurz darüber reden, dass wir auf dem Division Launch Event von Ubisoft und ja. Microsoft in Wien waren. Was? Willst du anfangen? Oder? Ja, das war nämlich am Weltfrauentag, zufälligerweise. Wäre mir nicht aufgefallen, hätte es nicht jemand gesagt. Also. Wie ich jetzt. Nein, das war recht cool, weil du bist da reingekommen, hast gleich einmal die dich quasi anmelden müssen. Und sofort kam die Mission Patient Zero unter uns. Und wer mit sofort meint der liebe Brox, ungefähr eine Dreiviertelstunde später, nachdem alle angemeldet waren und dann irgendwann einmal die ersten Nachrichten rausgekommen sind. Ja, und sofort. Also wir haben einmal eine Dreiviertelstunde gespielt, bevor überhaupt irgendwas kommt. Ja, nein, aber es war recht lustig, weil wir waren eine der ersten Partien zu viert, die drinnen waren. Und haben spielen dürfen. Es hat einmal nichts funktioniert, weil wir anscheinend zu blöd waren, irgendwie in die Party zu joinen und so. Ja, da wir alle, sind wir uns ehrlich, an der Stelle kann man es auch einfach mal sagen, keiner von uns verwendet zu Hause eine Xbox. Wir haben keine Ahnung, wie dieses Ding funktioniert. Ja. Ich bin alleine an dem X-Knopf. Wirklich 3 Minuten verzweifelt, weil ich mir dachte, warum geht man nicht? Drück X. Alle sagen immer, ja, drück einfach X. Und ich drück die ganze Zeit, ich schaff den Kontroll. Oh. Ja, oh. Ups. Ich hatte das falsche X im Kopf. Ja, das ist das Gute, wenn man so ich Multicontroller unterwegs ist. Weißt du, ich bin nicht nur Multilingual, so? Genau. Weil da ist X und da ist X, es könnte aber da auch X sein. Und das Coole ist, beim Nintendo 3DS hast du A und B vertauscht. Ja. Hast du B und A und dann hast du Y und X. Das ist ursuper. Ja. Aber es ist egal. Es war recht cool. Einigt euch bitte alle miteinander auf was, das wäre für uns alle einfacher. Nein, es ist wurscht. Du musst halt einfach den Controller-Layout kennen. Und das ist halt einfach dazu, das gehört zum Superior-Gamer-Dasein. Nur weil du PS4-Fanboy da die ganze Zeit nur mit deinem XL. Weißt du, mich stört es nicht bei Spielen, die ich Multiplattform spiele. Wie zum Beispiel jetzt Dark Souls, weil dafür habe ich den Controller da eigentlich, damit ich nämlich Dark Souls in 1080p auf dem PC spielen kann. Ja, aber kann. Dark Souls sagt ja auch nicht immer drücke X oder drücke Y. Ja, eh nicht, aber da ist das Controller-Layout, egal welchen Controller ich verwende, immer identisch mit dem, das ich kenne. Okay. Ja, und das ist super. Also da brauche ich auch, ist mir irrelevant, wie der Knopf heißt in Wirklichkeit, weil ich weiß genau, welchen ich drücken muss. Weil die Positionen ja die gleichen sind. Ist aber ein anderes Thema. So. Das Beste ist, wenn du das ist das Geilste. Wenn du am PC deinen PS3-Controller per Beta DS3 anschließt und den quasi verwendest, erkennt Windows, haha, da ist ein Controller angesteckt, das muss ein Xbox-Controller sein. Und jedes Spiel, das erkennt... Gibt dir das Xbox-Layout, gibt das Xbox-Layout. Ich habe kein A, wo ist mein A? Ja. Ja, ist, nein. Ist super. Reden wir ein bisschen noch über das Launch-Event vielleicht. Ja, es wird jetzt dann gleich ein Bild eingeblendet werden, weil ich habe nämlich die Frage gestellt, wer der linke Typ auf diesem Foto ist. Man hätte es kaum gedacht. Das ist der Brox mit einer Gasmaske. Mhm. Und ja, der Brox war nicht beim Bundesheer, weil sonst hätte ich den Finger lang haben müssen. Weil sonst. Mein Finger war tatsächlich jedes Mal, wenn ich eine von den Knarren in der Hand hatte, lang. Ich war aber auch nie beim Bundesheer. Du misst es egal. Ich muss immer bereit sein, weißt du, Patient Zero ist da. Und die Zeit, in der ich brauche, in der der Finger von hier nach hier kommt, ist mir zu lang. Da ist meine Reaktionszeit zu 8000 Mal schneller, als die Muskel... anspannt. Ja, hör auf, dich zu rechtfertigen, es ist okay.
Ja. Ja, und ich spiele gern mit Knarren, habe keine Ahnung von ihm. Wir waren tatsächlich nicht alleine auf diesem Event. Nein? Wir waren tatsächlich mit dem lieben Kollegen von den Beyond Pixels auf dem Event. Und genau. Es war für uns alle ein kleines Fest, möchte ich sagen. Wir haben uns sehr gut amüsiert. Der liebe Jaden hat sich auch sehr gut amüsiert. Da hat es doch Wein gegeben, es oder? Es hat sehr viel Wein gegeben. In dem Video, das ich geschnitten habe zu dem Talk auf Beyond Pixels, habe ich hier auch eine von den Sequenzen eingefügt, wo ich mal auch ausnahmsweise wieder ein Weinglas in der Hand hatte. Ausnahmsweise. Ich hatte den ganzen Abend irgendwie ein Weinglas in der Hand. Das ist super. Ja. Hey, wer mir Wein anbietet, der muss damit rechnen. Dass du Wein trinkst? Meine niederösterreichischen Wurzeln sind sehr strong. Ja, also war sehr cool und am Ende wurde der Patient Zero gefasst. Hat leider keinen von uns getroffen. Ich war tatsächlich von uns allen der Einzige, der auf den richtigen getippt hat. Hast du eine Mail gekriegt mit, hey, du hast gewonnen? Ich habe nicht gewonnen tatsächlich, weil unter denen, die richtig getippt haben, wurde dann auch verlost und ich war es anscheinend nicht. Oder es dauert so wie bei den Nachrichten einfach dreimal so lange wie bei allen anderen, bis es bei mir ankommt. Ja. Nein, aber war auch okay. Ich hätte nicht mal eine Xbox One, mit der ich das Zeug, das ich da gewonnen hätte, hätte verwenden können. Aber man hätte es verlosen können. Man hätte es verlosen können. Aber weil wir das nicht verlosen können, weil wir es nicht gewonnen haben, haben wir ja beschlossen, wir verlosen was anderes. Eins von unseren Paketen. Genau. Ja. Und das ist auch okay so. Da ist übrigens dieses T-Shirt drin. Ja. Nicht das, das ich gerade anhabe übrigens. Nein, das ist kontaminiert. Ja, ich meine, okay, andere Seite, wenn ihr bei dem Gewinnspiel von den Beyond Pixels mitmacht, das wir dort ausgerufen haben und ihr wollt, dass wir das vorher tragen, einmal ein 24 Stunden jeder von uns, dann können wir das natürlich auch machen auf Request. Keine Ahnung warum, aber ich sage, ich gebe nur die Möglichkeit. Ich gebe nur die Möglichkeit. Und wenn ihr jetzt getragene Unterhosen von den Couchnups machen wollt, geht es in unseren Etsy-Store, da gibt es das auch und Socken auch. Nein, das würde ich nicht machen, das ist nicht okay. What the fuck? Das ist very, very privacy. Da ist deine Grenze. Ja, da ist meine Grenze bei Unterwäsche. Ich habe so wenig davon. Ja, aber mit dem Geld, das wir mit unseren getragenen Unterwäsche verdienen, können wir uns neue Unterwäsche kaufen. Das ist too much logic in a row for me. Das ist die Money-Making-Machine ever. Hallo? Durch Verkauf von Unterwäsche können wir uns mehr Unterwäsche kaufen. Je mehr also das Einzige, was uns da limitiert, ist die Zeit, die wir brauchen, damit wir sie tragen. Ja. Weil nur einmal anziehen und sowas ist auch nicht, weil... Man sollte schon den ganzen Tagesablauf damit verbringen. Sonst, ich meine, das Event war super, es hat uns total viel Spaß gemacht und wir werden es auch sicherlich gegebenenfalls noch öfter solche Dinge machen, vor allem mit den lieben Beyond Pixels. Ja. Das ist nämlich auch gleich der nächste Punkt. Dem einen oder anderen wird aufgefallen sein, dass wir jetzt ein bisschen in Zusammenarbeit mit den Beyond Pixels schon so leicht uns einarbeiten, hier und da mal eine Kleinigkeit. Da sollte noch mehr kommen auf Dauer. Das ist aber eine Sache, die liegt in der Zukunft. Da gibt es noch nichts Genaues. Was allerdings passieren wird, ist die Mini-Reviews. Genau, ich bin ja seit zwei Wochen jetzt wirklich fieberhaft am Arbeiten und am Schreiben von neuen Mini-Reviews. Und die werden in Zukunft ausgelagert werden, nämlich auf Beyond Pixels. Wird natürlich auf unserem Channel auch eine Playlist geben, wo ihr da drauf kommt. Ist halt dann nur das Video nicht auf Couchloops, sondern auf Beyond Pixels. Und genau. Unter der Fahne von Beyond Pixels. Und ja, da wird unser Channel ist halt kommen. Ein Let's Play Channel und das soll er auch bleiben. Und deshalb ist uns das auch ganz recht mit der Zusammenarbeit mit Beyond Pixels. Die wollen mehr Videos und wir wollen das eh auslagern. Also genau. Ist das okay. Ich hoffe, euch stört es nicht zu so sehr. Ihr werdet trotzdem in den Genuss unserer wundervollen Stimmen und Videos kommen. Im Zweifelsfall halt einfach beide Kanäle abonnieren. Aber nur im Zweifelsfall. Das ist so ein Tipp. Ich würde erst einmal abwarten, bis mehr cooler Couchnups-Content dort ist. Awesome Couchnups-Content ist immer ein guter, ist das ein guter Grund, um mal den Abo-Button zu drücken. Ja? Ja, ne, mehr hast du dazu nicht zu sagen? Cooler Couchnups-Content ist einfach... Cooler Couchnups-Content. Mandatory Fun. Das ist CCC. Also eigentlich ist CCNC, aber CCC hört sich cool CCC. An. Praktisch C++. Ja, nein. Ja, gut, nein, das stimmt. Cooler Couchnups-Content. Ja, aber C. Das wäre nicht C++, sondern das wäre C times power of 2. Nein, nein. 3? Das ist dann
Egal. Was? Wir können nicht gut Hirn denken. Wir können nicht gut Gehirn. Gehirn. Worüber wir auch auf jeden Fall reden wollten und wollen, ist die Tatsache, dass wir hatten ja unser Halbjähriges mit Couchschnups vor kurzem. Und wir haben Couchschnups zum Essen ausgeführt. Es war ein Candlelight-Dinner und danach gab es schönen Sex vor 14 Jahren. Wir hatten unser... Wie geil das aussieht. Ja, unser Halbjähriges. Couchschnups gab es Anfang Februar seit einem halben Jahr. Ja. Und das haben wir uns zur Aufgabe genommen, wie wir es euch schon erklärt haben, mal die Analysen ein bisschen so zu betrachten und zu schauen, okay, gut, wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir in den nächsten 6 Monaten hin? Ja. Und wie glauben wir, dass wir das hinkriegen? Die ein oder anderen wissen es eh, wir haben es auch gesagt im Vlog. Wir haben ein bisschen herumgeschraubt, auch die Löcher so ein bisschen gefüllt, die da waren. Und deshalb auch Candlelight-Dinner und so. Ach, ich weiß jetzt wieder nicht, wo ich war. So, mal jetzt die Double Entendres beiseite. Wir haben ein bisschen was umgestellt, haben das Gastnups-Konzept ein bisschen verändert, haben den Vlog von einem auf den anderen Tag gelegt, wo es ein bisschen sinnvoller war, haben auch ein bisschen mit den Serien herumgespielt, die kommen und wie sie kommen im Tandem. Und Tatsache ist, es hat geholfen. Der Kanal hat tatsächlich unser Was wollen wir im nächsten halben Jahr erreichen, diesen Monat erreicht. Wir haben tatsächlich unsere Views im letzten Monat verdoppelt. Und das ohne Spezialcontent oder so. Also einfach nur. Also entweder einer von euch hat hardcore viel geschaut auf 5 Endgeräten gleichzeitig, was wir natürlich nicht hoffen, oder ihr habt einfach nur urviel geschaut und das ist. Tipptopp. Super. Ja, wir freuen uns, dass das auf jeden Fall schon einmal soweit. Ich meine, wir müssen natürlich jetzt schauen, wir haben vorher schon drüber geredet, wir müssen natürlich schauen, ob das jetzt nur ein Ausfallmonat irgendwie war, das komisch war, einfach von den Wiedergaberaten. Aber normal ist YouTube gerade Jänner, Februar, März relativ slow im Vergleich zum restlichen Jahr. Und deshalb wundert es uns eigentlich schon sehr und es muss irgendwie was damit zu tun haben, dass wir was geändert haben. Glauben wir zumindest. Hauptsächlich hat es was damit zu tun, dass ihr viel schaut und das ist einfach nur mal wieder ein Grund, um zu sagen, danke fürs Zuschauen und für die vielen Daumen nach oben und vor allem für die geilen Kommentare immer wieder. Eine Flamme. Es reicht schon wieder. Auf jeden Fall, vielen Dank fürs Zuschauen und immer wieder einschalten. Wir geben uns große Mühe und werden das auch weiterhin tun. So wie es ausschaut, kommen auch die regelmäßigen neuen Sketches ganz gut an. Das freut uns natürlich sehr, ja. Weil das ist natürlich was wir gerne machen. Wir haben auch heute wieder einen geplant. Von dem wir noch nicht wissen, wie er ausschauen soll. Aber das hindert uns nicht daran, einen zu machen. In 99% der Fällen. Fallen. Ich falle, was? FIFA, FUFO, was? FIFA, was? Was? Zum Beispiel mit Fußball. Dumme nicht. Warum redest du dann von Fußball? Das nächste Mal Backhotch Talks tatsächlich. Wahrscheinlich wieder ein bisschen mehr Blödsinn. Ja. Ich habe mich bemüht. Sniff. Ciao, Baba. Und nicht vergessen, am Donnerstag ist St. Paddy's Day! Ups. Ja, das heißt, soft, aber bitte. Nicht responsible. Responsible. Und wenn ihr mit dem Auto unterwegs seid, am besten gar nicht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Baba. I'm not going to lie.